Ich grüße dich. Ich hoffe und wünsche mir, dass es dir gut geht. Ich möchte heute sehr gerne starten mit tiefer Dankbarkeit euch, dir gegenüber. Ihr habt mir so viele schöne, positive Nachrichten hinterlassen für mein letztes Video. Ich danke euch zutiefst und das ist halt auch meine Nahrung, denn so sehe ich, dass das, was ich tue, euch wirklich dient, dass es euch Nahrung gibt in dieser Zeit. Auch möchte ich ganz herzlich die willkommen heißen, die neu auf meinem Kanal sind. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, schön bist du da und ich danke dir, dass du Teil von uns bist und ich hoffe, dass du viel Freuden und Segen in diesen Videos findest. Das Thema heute ist Wahrheit oder Lüge. Es geht um Menschenrechte. Ihr wisst alles, was im Außen ist, ist schlussendlich primär in uns. Also das wisst ihr ja, vor allem wenn ihr euch schon länger mit Spiritualität auseinandersetzt, dann wisst ihr das, dass die äußere Welt nur ein Spiegel ist von der inneren Welt. Und jetzt gibt es vielleicht Seelen unter euch, die Schnappatmung bekommen, wenn ich so etwas sage. Und deshalb ist es mir wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Menschenrecht, Wahrheit oder Lüge. Bist du mit mir einig, dass Frieden ein Menschenrecht ist? Das ist die Wahrheit. Und deshalb frage ich dich, warum lebst du ihn dann nicht? Ist Liebe ein Menschenrecht? Ja, das ist die Wahrheit. Meine Frage an dich, weshalb lebst du dich noch immer nicht? Ist gute Nahrung ein Menschenrecht? Ja, das ist die Wahrheit. Und ich frage dich, weshalb trinkst du und isst du von verschmutzten Quellen? Und ich meine hier nicht primär auch, aber nicht nur primär die körperliche Nahrung. Ist Licht, ist Sonne, ein Menschenrecht. Ja, das ist die Wahrheit. Und ich frage dich, in Gottes Namen, weshalb lebst du dein Licht noch immer nicht? Jetzt ist die Zeit. Bist du mit mir einig, dass Freiheit ein Menschenrecht ist? Ja, es ist die Wahrheit. Freiheit ist ein Menschenrecht. Weshalb, frage ich dich, hast du bis jetzt von dieser Freiheit noch keinen Gebrauch gemacht von der Freiheit, den Frieden zu leben, von der Freiheit, dich zu lieben, von der Freiheit, dich gut zu ernähren, von der Freiheit, dein Licht anzunehmen. Ist es dir jetzt bewusst
was dein Inneres zu tun hat mit der äußeren Welt. Es wird dir jetzt bewusst, wie sehr du dich abhängig gemacht hast von der äußeren Welt, dass das System, in dem wir leben, ein bequemes ist. Aber dieses System ist nicht da, dir, wenn du geboren wirst, zu zeigen, wie du dein Licht leben kannst, wie du dienen kannst. Für das ist dieses System nicht da und wir verurteilen es auch nicht, denn es bringt uns auch viele Erkenntnisse. Ich habe letzte Woche in einem Channeling für einen Klienten einen Satz bekommen und den würde ich sehr gerne mit dir teilen, denn es betrifft jede Seele auf dieser Erde. Dieser Satz lautet: Erkenne die Lüge, in die du hineingeboren wurdest. Das ist das Thema der jetzigen Zeit. Und nochmals, es geht nicht darum, dieses System zu werten. Denn wenn wir werten, wenn wir weiterhin werten, sind wir noch immer Wasserträger des alten Systems. Denn die Wertung in sich ist der Verursacher, dass es uns schlecht geht. Denn ich weiß, dass du das weißt, aber ich wiederhole es gerne nochmals oder mache dich gerne nochmals darauf aufmerksam. Wir lernen von klein auf uns anzupassen. Wir passen uns an und wachsen automatisch in ein System hinein. So lernen wir uns zu verleugnen. So lernen wir, dass es besser ist, Sachen von uns abzuspalten, denn das dient mir nicht, ich werde sonst nicht geliebt. Und was entsteht dadurch? Die berühmt-berüchtigten Schatten, wo sich viele Menschen dann schlussendlich die Zähne daran ausbeißen. All das verursacht dieses System. Ich für mich, ich Susanna Sutter, habe für mich entschieden, dass ich mit etwas Wesentlichem aufhöre. Das habe ich schon vor ein paar Wochen, Monaten für mich entschieden, weil ich eine entsprechende Situation hatte. Ich habe für mich entschieden, dass ich aufhöre zu rechtfertigen, wer oder was ich bin. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn man das tut, was ich tue, dass es halt, darauf habe ich ja auch schon hingewiesen, dass es ab und zu halt Menschen gibt, die, nun ja, sagen mir eben eine Wertung sprechen. Und ich habe mich oft dabei ertappt, gerade seit ich mit YouTube unterwegs bin, dass ich angefangen habe, mich zu rechtfertigen oder das irgendwie positiv zu beeinflussen oder was auch immer. Und ich habe für mich beschlossen, dass das verlorene Zeit ist. Auf gut Deutsch, verzeih mir diesen Ausdruck, ich habe schlicht und einfach keinen Bock mehr, mich mit etwas auseinandersetzen zu müssen, damit ich meine Existenz rechtfertige. Verstehst du das? Deshalb möchte ich dir empfehlen, dass du dich auch
diesbezüglich reflektierst, wo entschuldigst du dich für etwas, was du bist. Für mich ist heute klar, und das kann jeder wissen, ich kann es schriftlich geben, ich kann es vortanzen, ich kann es vorsingen. Ich bin Susanna Sutter und ich bin auf dieser Erde, um dir in dieser Zeit beizustehen. Es ist meine Aufgabe, dir beizustehen und dir das Gefühl zu geben, dass du nicht alleine bist, dass du getragen bist und geliebt bist und dass die göttliche Quelle immer, immer da ist. Das hätte ich mich früher nie gewagt zu sagen. Und heute ist es mir einfach egal, was die Menschen denken. Ich möchte mich dorthin fokussieren, die sich von dem angesprochen fühlen und nicht rechtfertigen, die das nicht wollen. Verstehst du das? Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn du das bei dir entdeckst. Wo ist deine Scham für das, was du in Wahrheit bist? Überlege dir, wo lebst du die Menschenrechte, die dir zustehen? Und wo eben nicht? Das ist ein ganz, ganz wichtiger. Die geistige Welt zeigt mir so wirklich so den Schlüssel, dass diese Menschenrechte, diese göttlichen Rechte, die dir zustehen, das ist dein Geburtsrecht. Wenn du das wahrnimmst, dann hast du dein Paradies auf Erden. Verstehst du das? Das ist nicht in der Zukunft, das ist nicht erst im Himmel oder was auch immer du dir vorstellst. Ich möchte, dass du verstehst, dass du Rechte hast und die Freiheit, sie zu nutzen oder nicht. Du siehst, wie gesagt, das, was du im Außen antriffst, ist schlussendlich nur ein Spiegel von deinem Innern. Ich habe das letzte Mal gebetet. Es hat vielen Menschen gefallen und gerne würde ich es nochmal mit dir beten und dich dazu einladen. Mutter Erde, ich grüße dich. Möge dein Licht strahlen immer da. Liebe Licht und Frieden für Mutter Erde. Liebe Licht und Frieden für die Menschen. Liebe Licht und Frieden für die Tiere. Liebe Licht und Frieden in allen Universen und Galaxien. Liebe, Licht und Frieden auch in der geistigen Welt. Liebe, Licht und Frieden auch in mir. Amen. So sei es zum höchsten Wohle aller. Ich hoffe, dass ich dir dienen konnte. Ich hoffe, dass du Kraft findest, dass du den Mut findest, denn alles ist da. Es ist da. Ich wünsche dir eine wunderbar glückliche Zeit. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Video teilst. Ich freue mich, wenn ich von dir lesen oder hören kann. Fühl dich getragen, geliebt und gesegnet. Du bist nicht alleine.